Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Frau Kraft, heute startete das Bauprojekt RRX. Welche Wichtigkeit hat es für NRW, also nicht nur für Pendler oder vor allem halt auch für die Wirtschaft? Also ich glaube, man muss noch mal sehen, das ist eines der größten Bauprojekte in ganz Deutschland. Da fließen Milliarden hinein und das wird eine neue Qualität des Verkehrs in NRW bedeuten. Denn wenn wir es schaffen, dass Menschen umsteigen auf die Schiene, weil es eine 15-Minuten-Takt am Ende geben wird, wird das sicherlich komfortabler und einfacher werden. Dann entlasten wir darüber auch die Straßen. Und beides ist wichtig für den Wirtschaftsstandort. Gute Verkehrsverbindungen sind die Lebensadern und deshalb ist dieses Projekt so enorm wichtig. Rund 450 Millionen Menschen. Eine enorm große Herausforderung, der wir uns täglich stellen. Hier ist deshalb jeder in die Infrastruktur investierte Euro ein lohnenswerter Beitrag zur Verbesserung der Mobilität. In Summe werden in das Projekt in den kommenden Jahren inklusive der Erschaffung neuer Züge 3,45 Milliarden Euro investiert. Dann hat die S-Bahn zwischen Köln, Mülheim und Langenfeld zwei eigene Gleise. Wir schaffen damit nicht nur Kapazität für den RRX, sondern stabilisieren insgesamt die Qualität im Betrieb. Die Metropolregion Rhein-Ruhr wächst verkehrlich damit noch enger zusammen. Am Schluss der Arbeiten wird der RRX die Städte Köln, Leverkusen, Düsseldorf, Duisburg, Mülheim, Essen, Bochum und Dortmund über die Rhein-Ruhr-Achse in einem engen Takt verwenden. Köln und Düsseldorf werden auf 4 Gleisen, Düsseldorf und Duisburg auf 6 Gleisen verbunden. Ja, wir haben alle lange auf diesen Moment gewartet. Und die Veranstaltung heute macht wunderbar deutlich, dass mit dem Warten nun vorbei ist. Denn wir leben heute raus aus dem Wartesaal und machen uns auf den Weg zu einer neuen Qualitätsstufe für die Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Wir werden leistungsfähiger, zuverlässiger und moderner. Und darum ist dieser erste Sprachstieg zum Ausbau der Schienenwege zwischen Köln und Dortmund ein bedeutender Tag für unser Land und für die Bürgerinnen und Bürger an freien Worten. Alle hier wissen, dass wir bereits lange an diesem Projekt arbeiten und dass wir vehement für die Umsetzung entwickeln. Ich freue mich darum wirklich sehr, dass wir heute einen den entscheidenden Meilenstein erreicht haben. Einen wichtigen Meilenstein für unser Land, für den Pendler und auch für die Wirtschaft. Das Zugfahren, wir haben es gehört, wird komfortabler und attraktiver. 800 Millionen Euro aus Regionalisierungsmitteln investieren wir in die RRX-Flotte. Wir haben also damals ein sehr gutes Projekt, eine sehr gute Idee gehabt. Wir haben dann die Bundesverkehrswegeplanung für das Jahr 2030, Frau Ministerpräsidentin hat schon darauf hingewiesen, konfiguriert und wir haben damals die Frage gestellt, was verändert sich im Verkehr von dem Basisjahr 2010 auf das Jahr 2030 in Deutschland, auf was wir reagieren müssen. Und dabei gibt es neben einem starken Zuwachs im Güterverkehr, im Individualverkehr zwei Trends. Wir Deutschen werden deutlich mehr fliegen, als das bisher der Fall ist. Und wir Deutschen ziehen stärker noch als bisher in die großstädtischen Ballungsräume. Und das ist eine riesige Herausforderung für uns, weil wir alle Nahverkehrssysteme in Deutschland werden ausbauen müssen. U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Schnellbuslinien, das ganze Programm. Und nun haben wir es in Nordrhein-Westfalen mit einem hochverdichteten Raum zu tun. Wie kann man dieses Problem lösen? Und da war die Grundkonzeption des RX einfach genial. Man hat gesagt, wenn wir diese großen Städte miteinander bis nach Münster hin übrigens, wurde vorhin nicht erwähnt, wunderschöne Stadt ganz im Norden des Landes. Wenn wir diese schönen und kraftvollen Städte miteinander verbinden wollen, dann brauchen wir eine schnelle Vertaktung. Und da ist man auf einen 15-Minuten-Takt gekommen, sodass das gar keine Rolle mehr spielt, obwohl als Züge früher oder später abfahren. Alle 15 Minuten kommt einer. Insofern kann man eigentlich auch eine Verspätung haben. Die Züge werden eine Geschwindigkeit von 160 km/h
fahren und Sie werden es sehen, wenn die ersten Züge kommen. Ende 2018 soll ja der erste Zug auf die Gleise kommen. Dann wird man sehen, dass es eine Fernverkehrsqualität im Nahverkehr hat. So etwas gibt es in Deutschland nicht noch einmal. Wir haben an dieser Strecke im Grund etwa 10 Millionen Menschen, die wohnen. Und wenn wir diesen Takt eines Tages fahren können, erwarten wir, dass wir rund 24.000 bis 25.000 Kraftfahrzeugfahrten mit dem Auto ersparen, weil die Menschen von der Straße auf die Schiene umsteigen.